Im Grunde warten alle auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, denn da geht es um das große Narrativ. Kommt der Boom? Wird der wirklich nachhaltig sein? Wird dieser Boom eine gute Inflation nach sich ziehen? Eben weil die Nachfrage steigt, dann steigen eben auch die Preise, alles okay. Oder ist es um die Wirtschaft doch nicht so toll bestellt und die Preise bleiben trotzdem oben? Dementsprechend ein eher stagflatorisches Szenario. Das weiß man eben nicht, darauf wartet man, und das bedeutet, dass heute wieder die Handelsvolumina an der Wall Street minimal sind. Das ist wirklich schon Hase und Fuchs, die sich hier gute Nacht sagen. Aber da gibt es ja noch eine andere Geschichte, da gibt es ja die Meme-Aktien, da gibt es vor allem eine AMC Entertainment, die über 60 Dollar steigt heute. Und das ist im Prinzip jetzt ein Ausweis, dass Börse zumindest aktuell eine Art Kleinzocker-Entertainment ist, könnte man vielleicht sagen. Die haben richtig Spaß, vor allem wenn sie die Aktie gekauft haben. Vielleicht haben einige, die im institutionellen Bereich unterwegs sind, nicht so viel Spaß, die Aktie geschortet haben. Aber wahrscheinlich ist es eher ein Gamma-Squeeze. Das heißt, dass eben die Kleintrader hier massiv über verschiedene Foren, Wall Street Bets, Reddit, hier drauf gehen, über Call-Optionen oder die Aktie physisch kaufen. Aber vor allem diese massiven Call-Optionen zwingen die Market Maker dann die Absicherung einzugehen, indem man selber die Aktie kauft, und so geht es nach oben über 60 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von, glaube ich, über 20 Milliarden Dollar für ein Unternehmen, das eigentlich schon kurz vor der Insolvenz stand und auch jetzt nach wie vor keine wirklich guten Perspektiven hat, ist das schon erstaunlich. Schauen wir uns das mal an, alleine in der ersten Handelsstunde der Kassaeröffnung, also 15.30 bis 16.30 deutscher Zeit, hat der AMC mehr Volumen zustande gebracht als Microsoft, immerhin ein Weltkonzern, gestern am ganzen Tag, am ganzen Handelstag, also einer der wichtigsten Aktien der Wall Street, hat weniger Volumen gestern gehabt als AMC schon an der allerersten Handelsstunde heute. Man sieht, man führt hier ganz, ganz klar vor Nvidia, vor Tesla, die heute unter Druck sind, dazu gleich mehr, vor Apple, vor Amazon, vor Microsoft. Also die Dickfische sind es, die da weit abgeschlagen sind im Vergleich zu Amazon. Und wie gesagt, vorhin war AMC, der Aktienkurs von AMC, über 60 Dollar. Jetzt schauen wir uns das mal an. Heute ist die Aktie ja, glaube ich, 20, 25 Dollar mindestens gestiegen. Zumindest war sie im Hoch da gestiegen, und das ist ein Vielfaches dessen, was eigentlich das Kursziel der meisten Analysten ist. Das ist durchschnittlich bei knapp über 5 Dollar. Wie gesagt, die Aktie heute schon ein Vielfaches dessen alleine gestiegen, was das Kursziel der Analysten ist. Dass da vielleicht was nicht so ganz stimmig ist, könnte einem auffallen. Das sagen übrigens auch die Bondmärkte, also die Anleihemärkte. Hier sehen wir mal einen Vergleich der Aktie, hier dunkelrot, und der Anleihe oder der Anleihen, die AMC als Unternehmensanleihen an den Markt gebracht hat. Und da war es so, dass diese Unternehmensanleihen eigentlich bis vor kurzem darauf hindeuteten, dass eine Pleite unmittelbar bevorsteht. Jetzt kriegt man immerhin noch 85 Cent auf den Dollar, weil auch die Anleihen sich erholt haben mit eben dem Aktienkurs, Kapitalerhöhungen etc. Das hat natürlich auch im Anleihesektor ein bisschen geholfen, aber es ist ein totaler Disconnect. Eine totale Entkoppelung dessen, was sozusagen am Aktienmarkt passiert und was am Anleihemarkt passiert, ist übrigens ganz ähnlich bei Tesla. Da haben wir ja auch einen extrem hohen Aktienkurs, und die Anleihen, die preisen hier ein ganz anderes Szenario ein. Ich vermute, dass die Anleihen on the long run in beiden Fällen recht bekommen, auch wenn da wieder einige Tesla-Fanatiker ein bisschen unruhig werden bei solchen Aussagen. Vielleicht hat ja, wie hier Hedge Fund Market Lizards schreibt, hier jetzt der AMC Bitcoin als Weltreservewährung überholt, wäre vielleicht eine interessante Idee. AMC als Absicherung gegen Fiat, ja, das ist sicherlich richtig, und da ist das freie Popcorn noch gar nicht eingepreist, denn AMC hat sich was einfallen lassen. Man will Aktionären bestimmte Vergünstigungen geben, zum Beispiel gibt es Popcorn gratis. Man hat aber auch noch andere Dinge hier so ein bisschen sich einfallen lassen. Vor allem Adam Aron, der CEO, hat hier dieses Programm Investor Connect aufgelegt. Ziemlich schlau, wie auch Mohammed El Erdian konstatiert. Denn man hat hier praktisch einen doppelten Erfolg. Man bekommt eine Kontrolle über das Narrativ. Und ich schaue mir hier zum Beispiel auf Twitter
die ganzen Kommentare an zu AMC, zum Hashtag AMC. Total fanatisch, total begeistert die Leute, klar, da sind die Gewinne zu machen, alle stürzen sich drauf, hurra, hurra, aber man behält eben als Konzern oder als Unternehmen, das AMC ja nach wie vor ist, auch wenn es eher Meme als Unternehmen ist, vielleicht behält man so ein bisschen die Kontrolle über das Narrativ, zerstreut Sorgen und bezieht diese Retail-Investoren in seine Kommunikation mit ein. Das ist wirklich schlau, vielleicht auch etwas wirklich Neues, Interessantes. Und wenn man sich das anschaut, was da über AMC auf Twitter gepostet wird, dann sind viele dabei, die 2, 3 Aktien haben teilweise oder eine, mehr kann ich mir nicht leisten, wird dann gesagt. Also das ist wirklich so eine Art Entertainment für Kleinzocker, man kann es nicht anders sagen. Aber kommen wir mal zur Realität von AMC, bevor wir uns dann auch anderen Themen zuwenden. Hier hat Goldman Sachs heute gesagt, ja, also diese Box Office Recovery, Box Office sind die praktisch die Statistiken, die Zuschauerstatistiken in den Kinos in den USA, wie viele Menschen sehen einen Film etc. Da hat sich natürlich etwas erholt jetzt in letzter Zeit. Das sehen wir unten in der Grafik. Wir sind aber noch nicht auf Vor-Corona-Krisenniveau. Aber Goldman Sachs sagt hier, das wird wahrscheinlich auch schwer werden, das dauerhaft wieder zu erreichen, dieses Vor-Corona-Niveau. Denn man kannibalisiert sich hier durch praktisch andere Vertriebswege, immer mehr Streaming wird hier der Fall sein. Die Konsumenten haben sich ein bisschen umgewöhnt. Wird man wirklich so oft ins Kino gehen? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich nicht. Deswegen hat der Goldman Sachs eben jetzt Konkurrenten wie IMAX abgestuft, hat gesagt, also hier sehen wir eigentlich wenig Potenzial. Aber natürlich hat AMC ein riesiges Potenzial. Lance Roberts sagt hier, nein, das wird wohl niemals zu rechtfertigen sein, die Bewertung. Aber klar, den Leuten geht es nicht um Bewertung, denen geht es um Zocken, denen geht es eben wie bei GameStop nur ums Zocken, wie bei vielen auch, die auf Kryptowährungen, Dogecoin etc. aufspringen, geht es ja auch in der Regel nur ums Zocken, den schnellen Gewinn zu machen. AMC jedenfalls dürfte jetzt über 20 Milliarden Dollar wert sein und hat damit auch GameStop, das Amazon der Zukunft, wie manche sogar ernsthaft meinen, überholt. Hurra! Aber wodurch ist all das möglich? Eben durch diese massive Liquidität, durch die Stimulus-Checks, die ausgereicht wurden. Da hat man eben noch ein bisschen Kleingeld in der Tasche, geht ansonsten vielleicht noch nicht arbeiten. Frage, wie das auf die Arbeitsmarktdaten am Freitag sich auswirken wird. Aber hier sehen wir mal, im Grunde ist alles ja völlig egal. Wir sehen hier die Central Bank Assets, also die Bilanzsummen in der Notenbanken in Blau, und in Rot sehen wir praktisch die Marktkapitalisierung der globalen Aktien- und Anleihenmärkte, und das ist ziemlich einheitlich, und solange das so ist, ist eh wurscht, ob man jetzt AMC oder GameStop oder irgendwas anderes zockt. Es ist letztendlich eine Soße mit Extremen, mit Ausreißern nach oben, da wo es besonders krass wird, wie bei AMC oder einst GameStop oder mit dem Run bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Und wir sehen, dass aber vor allem die USA hier deutlich profitieren können von dieser ganzen Geschichte. Man hat etwa am Welt-BIP, naja, knapp ein Viertel etwa des gesamten Welt-BIPs, nämlich die Amerikaner, stellt aber über 40% der gesamten Marktkapitalisierung, was die Märkte betrifft, nämlich die Aktienmärkte, also ein gewisses Missverhältnis. Auch das wird sich irgendwann ein bisschen einpendeln. Man könnte auch mit anderen Worten sagen, die Amerikaner sind überbewertet. Und sie haben viele Zombies. Hier hat Liz Insonders mal gezeigt, dass etwa im Energy-Bereich, im Energiebereich, das ist ja der Bereich, der seit November letzten Jahres, kann man sagen, am allerbesten läuft und durchaus charttechnisch sogar jetzt noch gut aussieht, gibt es aber 70% sogenannte Zombie-Firmen im Russell 3000. Also Firmen, die nicht mal ihre Kapitalkosten verdienen. Am wenigsten gibt es im Financials-Bereich, also Banken etc. Also da ist viel Junk, der jetzt natürlich erstmal oben gehalten wird. Und solange die Notenbanken nicht umsteuern, kann das so weitergehen. Aber werden sie umsteuern müssen, weil eben die Inflation anzieht? Das ist die große Frage. Hier sehen wir mal den City Economic Surprise Index, also der praktisch die hereinkommenden Inflationsdaten bemisst an der vorherigen Erwartung. Und wir sehen, die Inflationsdaten haben noch nie so stark nach oben abgewichen wie
bis wie seit 1998, seit es diesen Index gibt. Wir haben also permanent Überraschungen, was die Inflationsdaten betreffen. Und das hat auch zu tun natürlich mit dem Ölpreis. Hier sehen wir mal die Inflation Expectations in den USA, also die Inflationserwartungen und den Ölpreis, der nach wie vor ein sehr hohes Brent über 70 Dollar. Das hängt damit zusammen und da könnte, solange der Ölpreis hier hoch ist, und da hängt ja richtig viel dran, dazu gleich mehr, dürfte das der Fall sein. Auf der anderen Seite sehen wir zwar die Ausweitung der Geldmenge M2, klar, die Notenbanken haben gedruckt, gedruckt und gedruckt, aber Monetary Velocity, also die Geldumlaufgeschwindigkeit, die ist nicht mehr wirklich angesprungen. Da ging es eigentlich permanent bergab in den letzten Jahren, dann kam Corona-Crash, dann ging es noch weiter bergab, dann haben wir eine kleine Erholung gesehen, aber die dreht jetzt schon wieder nach unten, erstaunlicherweise. Ja, was wird uns das sagen? Große Frage. Die EZB dagegen sagt, ja, also liebe Leute, liebe Länder, die ihr hier in der Eurozone seid, wer also nicht mitmacht bei einer Digitalversion der Euro-Währung, der hat natürlich finanzielle und systemische Risiken im System. Aha, das ist eine interessante Aussage. Das ist offenkundig der Auftrag, dass man die Digitalwährung durchdrücken will. So verstehe ich es zumindest. Also hier ist man jetzt auf dem Weg, vielleicht vor der Fed sogar eine Digitalwährung einzuführen. Und insgesamt, um diese ganze Geschichte nochmal zusammenzufassen, mein Kollege Claudio Kummerfeld hat anhand von Elon Musk einen Artikel geschrieben. Elon Musk offenbart die sinnbefreiten Märkte. Da hat Elon Musk zum Beispiel ein Foto aus dem Jahr 1980, als er noch sehr jung war, gepostet und statt sich selbst dann eben diesen Hund hier eingefügt, das Symbol für Dogecoin. Auch das wieder natürlich, wenn man so will, Frontrunning, also es wird gepusht, alle wissen, aha, das ist das Symbol für Dogecoin. Dogecoin kaufen ist auch dementsprechend gestiegen. Ich mache diesen Artikel unter das Video heute sehr lesenswert, genauso wie der Artikel von Wolfgang Müller in Sachen Inflation. Denn wir haben ja mit dieser CO2-Abgabe, die das erste Mal ja jetzt erhoben wurde in 2021, dann aber schrittweise 2022, 2023, 2024 immer weiter angehoben wird. Das heißt, alles, was mit fossilen Energien zu tun hat, bleibt teuer. Und klar, die sind auf dem Rückzug, also es werden immer mehr Elektrofahrzeuge sicherlich kommen, aber es sind so viele Bereiche, die eben mit fossilen Brennstoffen noch funktionieren und das wird bedeuten, dass die Inflation in Deutschland so oder so hoch bleiben wird. Egal was passiert, ob die Rohstoffpreise wieder ein bisschen runtergehen, ob die Löhne vielleicht doch nicht so steigen, das sind ja die großen Fragen, die sich die Märkte derzeit stellen. In Deutschland jedenfalls durch diese CO2-Abgabe hat man immens viel Unterstützung in Sachen Inflation, denn das wirkt auf jeden Fall preistreibend. Da hängen so viele Bereiche dran, ob Ölheizungen, die nach wie vor ja der Fall sind, viel in Deutschland, 5 Millionen etwa, ob der ganze Verkehr, der eben noch nicht elektrisch funktioniert, und nach wie vor sind wir ja in einer Nische, was die Elektromobilität betrifft, ist ja noch nicht das dominante Verkehrsmittel. Jedenfalls auch diesen Artikel, den packe ich Ihnen unter das Video. Viele von Ihnen haben ja morgen Feiertag, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, das Saarland, Hessen, andere nicht, ich auch nicht. Morgen gibt es also zwei Videos, aber es würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen beiden Artikel sich zu Gemüte führen, denn sie sind wichtig. Das eine bringt so ein bisschen den Wahnsinn auf den Punkt und das andere zeigt, wo die Zukunft sich abspielen wird, wie die Zukunft sich abspielen wird in Sachen Inflation, und das betrifft uns ja schließlich alle. Jetzt wünsche ich einen sonnigen Feierabend, meine Damen und Herren. Servus und ciao.